Mist, der Homebutton spinnt. Dieses Problem kennen leider viele, ich hoffe ihr noch nicht. Wenn doch, dann habe ich hier einen Lösungsvorschlag für euch. Und damit willkommen bei Mi AppleCat, Leute. Also, wenn euer Homebutton nicht mehr so will, wie ihr wollt, dann habt ihr hier natürlich eine standardmäßige Softwarelösung, die man unter iOS aktivieren kann. Dazu geht ihr in die Einstellungen allgemein, in die Bedienungshilfen und dann haben wir hier ganz unten Assistive Touch. Das könnt ihr einfach einschalten und dann bekommt ihr hier so eine Art virtuellen Homebutton. Wenn ihr darauf klickt, habt ihr dann die Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Settings auszuwählen, unter anderem auch hier unten der ganz normale Homebutton, die normale Homebutton-Funktion. Das Ganze ist ganz okay, man kann es leider nicht in die Mitte verschieben, sondern es springt immer nach oben oder unten. Und was auch etwas störend ist, wenn man wirklich einfach nur den Homebutton möchte, dann muss man hier immer zwei Klicks tun, einmal um das Menü zu öffnen und einmal dann hier um die Homebutton-Funktion auszuführen. Das ist also durchaus etwas umständlich gelöst, aber kein Problem, Leute. Da gibt es natürlich auch einen passenden Studio-Tweak zu und den zeige ich euch jetzt mal. Der Cydia Tweak nennt sich Menu Button Emulator und ist auch kostenlos erhältlich, so wie die meisten Tweaks, die ich euch zeige, und zwar in der Big Boss Repo. Und dann bekommt ihr nach der Installation einfach einen schönen Menü-Button angezeigt. Ich installiere den Tweak mal und dann schauen wir, wie das Ganze aussieht. So, der Respring ist abgeschlossen und hier unten seht ihr schon den neuen virtuellen Home-Button. Den kann man jetzt einfach hier ganz frei platzieren auf dem Homescreen, ganz egal, wo man den gerne hinhaben möchte. Das ist also wirklich ganz leicht zu bedienen und der hat auch wirklich nicht viel an Funktionen. Ich gehe mal hier einfach in die Einstellungen. Wenn ich jetzt hier auf den Menü-Button drücke, auf den Home-Button, dann führt er einfach nur die ganz normale Home-Button-Funktion aus. Man kann damit natürlich auch Siri aufrufen, indem man ihn gedrückt hält. Und das funktioniert dann auch ganz reibungslos. Und natürlich kommt man auch hier in die Multitasking-Ansicht. Und das ist, wie ich finde, eine ganz schöne Lösung, wie man ganz einfach den Home-Button simulieren kann, ohne das etwas umständlichere Menü, das man bei den Möglichkeiten von Apple hat. Und das war's schon, Leute. Mehr gibt's nicht zu sagen. Es gibt keine Einstellmöglichkeiten, einfach nur den virtuellen Button. Und dann kann das Ganze weitergehen, auch mit defektem Home-Button. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Mi AppleCat. Tschüss. Okay, Leute, ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Apple iPhone, iPad und Co., die besten Jailbreak-Tweaks, nützliche Tipps, Technik, Spiele und noch mehr? Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert Mi AppleCat. Die Katze hat gesprochen. Mi AppleCat, nur bei YouTube. Viel Spaß dabei. Rau.